Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part von Transport Fieber 2. Im Hintergrund sehen wir meine Heimatstadt Graz, die wir jetzt auch an unser Netz angeschlossen haben, zumindest theoretisch. Die Schienen haben wir verlegt, die Signale haben wir gesetzt und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir auch wirklich die Verbindung machen können, indem wir dann Züge zuweisen. Das mache ich aber erst, wenn wir unsere Schulden komplett abbezahlt haben und da sind wir bald dabei. Wir haben nämlich jetzt schon fast alles abbezahlt. Das heißt, wir sparen uns dann Jahr für Jahr jede Menge Zinsen. Und ja, das summiert sich natürlich auch. Und früher oder später, wir sehen es hier, müssen wir noch gewaltig. Da warten 400 Leute. Die wollen fast alle nach Amstetten. Das wäre halt jetzt echt auch die Überlegung, ob man nicht eine Direktverbindung macht von Wien nach Linz und dann halt irgend so einen kleinen Regionalzug, der hier alles abtümpelt. Weil dadurch würden wir, glaube ich, ein bisschen was entlasten. Das werde ich, glaube ich, tatsächlich jetzt machen. Oder? Schauen wir mal kurz. Die Frage ist nämlich, wenn Sie das gleiche Gleis benutzen, stehen Sie sich im Weg. Wenn Sie nicht das gleiche benutzen, müssten wir hier irgendwie durchkommen. Was schwierig wird. Könnten nur schauen, dass die dann halt wirklich vorbeifahren. Dass wir hier vielleicht eher hier, wo es uns anbinden und dann rechts rauf, parallel quasi. Hier parallel an der Stadt vorbei. Hier können wir durchfahren bis nach Linz. Und hier ist der rechte frei. Theoretisch ginge es. Das ist dann vielleicht noch andere Zukunftsmusik, aber dass wir halt wirklich nur die großen Städte mit einem schnellen Zug abfahren. Ich möchte dann sowieso irgendwann noch nach Innsbruck eigentlich eine Verbindung haben. Salzburg sind wir jetzt schon bald dabei. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber da müssen wir jetzt echt was unternehmen, Leute. Das ist ja richtig gigantisch. Lassen wir es mal auf vollem Tempo laufen. Sieht man. Ah, da sieht man auch die Leute warten. Schon ein bisschen was, ja. 400 sind es, glaube ich, nicht. So, der kommt gerade daher. Den ersetze ich gleich. Die Frage ist, womit? Ich würde sagen, wir starten jetzt vielleicht auch einfach mal mit dem Tempo, mit dem Datum, dass das jetzt weiterlaufen beginnt, damit wir schnellere und bessere Züge dazu bekommen mit der Zeit. Gibt es ja doch einiges, was seit dem Jahr 2000 gekommen ist, damit wir uns dann auch ein bisschen leichter tun mit dem Upgraden. Und jetzt möchte ich noch kurz schauen, gibt es eigentlich jemanden, der nach Wien fährt momentan von Graz aus? Nein, niemand. Weil es auch, gibt es einen direkten Weg? Mit Zuschlag. Ja gut, den Weg tut sich halt niemand an. So. Wiener Neustadt. Ist auch gewaltig viel los. Da wollen viele nach Baden, um dann eben nach Wien zu kommen. Also da müssen wir auch in Richtung Regionalzug was machen. Das ist sonst echt ein bisschen doof. Ja, krass, dass es jetzt schon so wild wird. Das Gute ist, wir hätten hier gleich mal ein Parallelgleis frei. Das heißt, wir könnten hier gleich mal einen Zug machen, der von Wiener Neustadt nach Wien direkt reinfährt. Dadurch entlasten wir hier auch wieder einiges. Das mache ich jetzt auch gleich. Der fährt dann halt von mir aus einfach auf einem Gleis hin und zurück. Das heißt, da werden wir jetzt nicht viel herumtun. Und das nicht zu kompliziert machen. Soll mal hierher fahren. Und dann auf dieses Gleis hier. Das ist nämlich noch frei. Zugdepot haben wir hier oben. Müssten wir aber auch anbinden. Geht sich sogar aus. Cool. Passt. Dann lasse ich hier jetzt nämlich einfach einen mal herumfahren. Ich probiere jetzt mal das Teil hier. Das kostet jetzt nicht, oder? Ja, machen wir das. Könnte nämlich theoretisch 140 km/h fahren. Mich würde nämlich interessieren, ob er das auch wirklich zusammenbekommt oder ob sich das eh nicht ausgeht. Und dann müssen wir noch schauen, ob der eh das richtige Gleis nimmt. Ich glaube, das ist das Richtige. Dass er sich mit keinem anderen Zug in die Quere kommt. Genau. Regionalverkehr von Wien nach Wiener Neustadt. Weil dann brauchen wir... Dann wird das hier halt massiv entschärft. Diese Situation hier. Die Leute müssen nur
Das darf man jetzt nicht vergessen. Sie müssen auch irgendwie zum Bahnhof kommen. Das heißt, hier können wir noch eine Straße rüber machen. Und eine kleine. Jetzt habe ich bald kein Geld mehr. Weil ich so viel vom Kredit zurückgezahlt habe. Also lassen wir mal schneller laufen. Jetzt ist gerade Autosave angesagt. So. Okay, das ging schnell. Plötzlich 6 Millionen. Das heißt, jetzt könnte ich aber fast alles zurückzahlen. Nein, ich mache trotzdem. Wobei, die Verbindung habe ich eh schon. Ich brauche nur hier noch einen Bus, der quasi von Wiener Neustadt, vom Stadtzentrum zum Bahnhof fährt. Stadtzentrum. Die Haltestelle im Stadtzentrum kann wirklich fast alles abdecken, was halt echt cool ist. Zack, zack. Das ist dann der Personenverkehr in Wiener Neustadt. Da könnte man dann, den werden wir dann später mit irgendwas erweitern, würde ich sagen, weil da ist dann noch Luft nach oben. Das nächste Fahrzeugdepot ist halt irgendwo, nämlich da drüben. Aber ich baue jetzt trotzdem dafür kein neues. Da gehen sich ein paar mehr Leute aus. Personenverkehr, Wiener Neustadt. Gut. Und der bekommt, ja, der bekommt die 140 km/h fast zusammen. Das ist gut. Also jetzt, ja, bekommt sie zusammen. Das heißt, der ist jetzt noch den Ticken schneller. Dadurch, dass er hier in Baden nicht stehen bleibt, sondern direkt nach Wien fährt, ist das, glaube ich, nicht so blöd. Jetzt haben wir nur im Moment halt noch niemanden, weil keiner in der Nähe des Bahnhofs wohnt, mehr oder weniger. Und der öffentliche Verkehr dahin noch nicht läuft. Aber das wird dann bald laufen. Gut, haben wir das jetzt mal. Schaut euch diese Wartezeiten an. 175, die nach St. Pölten wollen. Beziehungsweise nach Wien in die innere Stadt. 220, die nach Wien wollen. Oh, Leute, ich glaube, wir brauchen wirklich diese direkte Verbindung nach Wien. Aber das ist echt nicht so easy. Wir müssten hier theoretisch fahren und dann das Gleis wechseln auf die rechte Seite, dass wir rechts an der Stadt vorbeikommen. Nur Fakt ist, dass also diese kleinen Regionalzüge, die passen ja für Amstetten und St. Pölten. Aber für mehr, das hätte ich mir jetzt echt nicht gedacht, das ist zu krass. Aber ich denke, wir brauchen tatsächlich jetzt diese Direktverbindung nach, oder generell in Richtung Westen eigentlich. Können wir irgendwie einfach hier an der Stadt vorbeifahren, auf der linken Seite? Nee, nur mit einem Tunnel, das ist wieder zu teuer. Also ich glaube, wir werden es so machen, dass wir hier parallel fahren, dann wechseln wir auf die rechte Seite, fahren rechts vorbei an allen, bis nach Linz auf diese Haltestelle. Theoretisch. Ich mache das jetzt mal. Die Frage ist dann natürlich auch, reicht das mit einem Zug? Dann brauchen wir nämlich keine Direktverbindung machen. Dann brauchen wir keinen zweiten Weg machen. Ich baue hier jetzt einfach mal Hochgeschwindigkeitsgleise dazu, dass wir hier dann mit einem guten Tempo durchfahren können. Gutes Tempo ist gut gesagt, das ist nämlich kein gutes Tempo. Ah, habe ich das jetzt gelegt? Das war unabsichtlich. So, gehen wir ein bisschen weiter zurück, dann können wir nämlich mehr ausholen. Und dann sind wir bei, ja, 192 km/h. Das ist gut. Dann hier wieder parallel werden. Und dann haben wir eine gute Westverbindung. Und dann würde ich sagen, dass wir eben diese Westverbindung in dem Sinne ausbauen, dass wir... Muss ich jetzt ernsthaft die Brücke abreißen? Gut, aber die ist auch gemeingefährlich. Ich meine, das ist doch ein Highlight, oder? Okay, ich muss zum Glück nur das Teil hier abreißen. Dann können wir das vielleicht eh ein bisschen besser und schöner machen. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ah, eh nur hier, zu diesem Bergbau.
Also eigentlich könnte man die Brücke fast so lassen. Sieht aber, wenn ich das mache, jetzt auch ein bisschen kacke aus, wenn man die so belassen. Aber ich mache die jetzt einfach hier so dazu. Ach so, Busspur eher keine, bitte. Weil sonst ist das doof. Ja. Dadurch, dass wir hier sowieso nicht wirklich viel zu tun haben, ist das, glaube ich, schon okay so. Jetzt bauen wir hier noch. Und dann wird es wieder der Tunnel. Damit wir diesen Berg hier, durch diesen Berg hier durch können. So, 220 km/h, das ist gut. Und dann hier wieder parallel 300, perfekt. Dann bin ich schon gespannt, mit welchem Zug wir das machen werden. So, und jetzt wird es eben interessant, weil jetzt müssen wir so rüber. Krümmung zu groß. Ich gebe dir gleich eine große Krümmung. Was heißt die Krümmung zu groß? Das passiert mir nicht oft, dass meine Krümmung zu groß ist. So. So, jetzt machen wir nämlich so, dass die quasi, die teilen sich dann hier dieses Gleis. Fährt der runter? Der fährt rauf. Okay. Das heißt, der kann mal fahren bis hier. Und der kann fahren. Achso, eigentlich wollen wir dann ja auf die rechte Seite rüber. Das heißt, wir müssen theoretisch dann so rüber. Auch möglichst schnell. Wobei, möglichst schnell ist hier jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, weil jetzt sind wir schon kurz vor der, vor dem Bahnhof. Jetzt müssen wir schauen, welches Gleis noch frei ist. Also jedes passt. Gut. Hier wird es dann halt abgebremst, aber das ist keine Tragik. Das heißt, wenn der zurück will, fährt er dann quasi hier entlang. Bis hier. Und der wird sich bis hier reservieren. Das heißt, das hier, das Signal streichen wir raus. Genau, der kann sich bis hier reservieren. Und der fährt dann so rauf, der kann sich bis hier reservieren. Und der Schnellzug, der sollte dann halt Priorität haben, wenn er durchfährt. Eigentlich. Damit er eben das Tempo zusammenkriegt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das hier weg. Sobald er losfährt, werden die anderen warten müssen. Weil der, wie gesagt, Priorität hat. Gut. Jetzt haben wir das theoretisch. Jetzt schauen wir hier mal kurz. Es wollen nach Linz 280 Leute, ja. Und hier runter wollen aktuell 220. Also ich glaube, das wird sich gut auszahlen, wenn wir hier diese Direktverbindung machen. Und ich mache das jetzt so. Ich mache diese Direktverbindung jetzt schon, aber mit einem Zug wie dem hier, was jetzt rein finanziell natürlich nicht wirklich vernünftig ist. Weil wir haben kaum Kapazität, aber so entlaste ich jetzt schon frühzeitig diese eine große Regionallinie hier und kann mal schauen, ob die schon zu laufen beginnt. Jetzt muss ich nur schauen, wie in Linz ist die hier. Da streichen wir jetzt Linz raus. Dann auch am Städten raus, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Und jetzt haben wir hier das Problem, dass die scheinbar in Amstetten dann aufs falsche Gleis kommt. Okay, das müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Das heißt, der fährt von Wien los, Gleis 1, das ist jetzt diese rosa-rote Linie. Das passt, fährt hier auf die rechte, fährt hier gerade weiter, hier kreuzt sich, das passt. Und fährt hier St. Pölten 2. Und dann am Stetten. Eigentlich hierhin. Und dann muss er aber, ich glaube, das ist jetzt das Problem, hier rüber, kann das sein? Schon wieder zu große Krümmung. So, jetzt ist die Fehlermeldung weg, weil jetzt müsste er hier unten, genau am Stetten und dann hier wieder auf das Gleis fahren.
Und dann passt es wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Wenn nicht, schreibt es mir bitte gerne. So. Der kann bis hierhin dann fahren. Und bis hierhin, ja genau, passt. So weit, so gut. Und die gelbe Linie kann durchfahren. Das heißt, Wien-Linz gibt es nicht mehr. Ich nenne das jetzt einfach Wien St. Pölten. Weil da bleibt in Amstetten ja nur stehen. Okay. Jetzt müssten die theoretisch die Amstettener, nee, die Linzer müssten jetzt hier theoretisch auf die, ja, das muss ich jetzt gerade erholen. Aber es erholt sich. Schaut mal, wie das hier nach oben geht. Die wechseln jetzt hier wahrscheinlich einfach nur auf den Bahnsteig auf den anderen. Ja, die gehen hier runter und hier rüber. Also gut, dass das jetzt so funktioniert und wir die Leute nicht komplett verlieren. Und jetzt schauen wir mal. Der wartet jetzt auf freie Wege. Ob das jetzt auch wirklich so läuft, wie ich es mir vorstelle. Den können wir aber auch mal bis dahin fahren lassen. So, jetzt ist der Weg eh frei. Und jetzt fährt er dann hoffentlich aufs richtige Gleis. Nein, fährt er nicht, weil er keinen Weg rüber hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich nicht vollkommen in die Quere kommen jetzt. Aber die Leute sind trotzdem hier eingestiegen, das ist spannend. Aber jetzt müsste er aufs Richtige dann kommen. Es kommt ihm gerade wer entgegen und er wechselt sehr gut. Jetzt ist er am Richtigen im Normalfall. Und das Gute ist, dass der jetzt eben auch das Tempo zusammenkriegt. Das heißt, der fährt 140 km/h und fährt durch. Das heißt, er muss jetzt nicht wieder hier Leute einsammeln. Und dadurch können die Leute jetzt zumindest schon mal schneller von Linz nach Wien kommen. Das ist mal das Positive. Hier verliert er ein bisschen Tempo. Aber wie gesagt, das ist jetzt auf jeden Fall mal das Positive. Schauen wir es uns mal wirklich von der Ego-Perspektive aus an. Ist immer so geil, dass die Leute teilweise halt echt noch so Kleidung wie aus dem Jahre 1850 anhaben. So, jetzt wird es wieder ein bisschen übel. Wegen der dreifachen Geschwindigkeit hier. Aber die Verbindung sieht an und für sich ganz gut aus. Da fährt er jetzt mit 140 km/h durch. Da haben wir auch umgebaut. Dann ist hier am Stetten, glaube ich. Und dann fährt er hier Wien ein. Genau, muss einmal über die Gleise drüber, auf die rechte Seite. Und holy shit, was da Leute warten. Wie lang nämlich das alles auch ist da. Aber gut, wir haben dann ja bald das Geld, dass wir da wirklich eine gute Verbindung machen. Und in der Zwischenzeit zahle ich jetzt mal die restlichen Schulden zurück. Damit haben wir keine mehr. Gut. Soweit, so gut. Theoretisch könnten wir jetzt auch schon die Verbindung Graz-Wien beginnen, indem wir eben hier auch zum Beispiel den Zug mit den 140 km/h einsetzen. Aber für den Moment glaube ich noch nicht so wichtig. Hier sehen wir übrigens Wien und Wiener Neustadt. Funktioniert jetzt nicht so super. Also ist sicherlich mal eine Entlastung für den Straßenverkehr, dass wir das gemacht haben. Man merkt sie nur noch nicht. ja. Die hier wäre hier fast wichtiger, Baden-Wien. Die bleiben hier ordentlich. Ja, hier steht es ordentlich. Na gut. So weit, so gut. Wir lassen jetzt mal wieder auf Vollspeed laufen. Vielleicht werde ich vor dem nächsten Part einfach mal laufen lassen, dass wir dann so 50 oder 100 Millionen am Konto haben. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. So, und bevor ich mich dann zu sehr in den Personenverkehr verliere, werde ich dann mal schauen, dass wir auch noch ein bisschen an unserer Treibstofflinie arbeiten, dass wir die vielleicht optimieren, weil die bringt uns halt wirklich am meisten Geld. Oh, hier oben übrigens ein neues Fahrzeugmodell. Zug mit 120 km/h. Auch hier Deutsche Bahnbaureihe.
Ah ja, mit verschiedenen Lackierungen quasi. Eine neue Straßenbahn ist auch da. Diese Pop-ups, die kriegt ihr dann immer. Das ist jetzt eben das erste Mal, dass ich dieses Datum gestartet habe, dass die Zeit auch läuft. Damit bekommen wir dann neue Fahrzeuge. Irgendwann stoppt es dann, nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, so weit habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nie so richtig gespielt. So. Die grüne Verbindung ist dann Graz, ja. Oder? Regionalverkehr. Haben wir für die noch keinen Namen? Ah, das ist nicht die Grazer Linie. Welche ist die grüne? Wien, Wiener Neustadt. Wo haben wir dann hier Platz für Graz? Das war hier die doppelte, genau. Die fährt dann hier auf das Gleis, was jetzt schon mal schlecht ist, weil das ist jetzt das, was ich vergeben habe für die Linzer Verbindung. Das heißt, wir machen das jetzt einfach ganz unkompliziert so rüber. Dann haben wir das Gleis frei für die Grazer Verbindung. Signale muss ich, glaube ich, noch setzen. Weil das dann doch ganz wichtig wird. Was ich jetzt natürlich gut machen kann, während wir hier mit Fullspeed. Okay, hier ist dann eh. Achso, den Bahnhof fahren wir nicht an, deswegen brauche ich die Signale dann trotzdem. Und hier habe ich sie eh schon gemacht. Ja, passt. Habe ich sie nur nicht durchgezogen, so wie es aussieht. Gut, dann würde ich sowieso sagen, dass wir jetzt halt hier trotzdem einfach wieder den gleichen Zug nehmen. Ich werde hier unten im Süden aber auch ein Zugdepot bauen, damit wir hier die Möglichkeit haben, dass wir nicht immer alles über Wien machen müssen. Ich baue das hier einfach mal irgendwo hin. Das Gute ist, dass man sich da keine großen Gedanken machen muss, wo man es hinbaut. Das wird irgendwie nichts. So, gut. Also da sind jetzt eben die Dinger, die... Ah, die können nur 120 fahren, das ist eigentlich doof. Weil dann muss ich auf die Französischen hier umsteigen, die können 140 fahren. Oder wir nehmen dann sowieso einfach eine Diesellokomotive, die dann 160 oder so fahren kann. Und hängen einfach Anhänger dran. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dass diese Doppelstockwaggons, die in Österreich unterwegs sind. Aber ich würde sagen, für den Anfang, damit die Linien überhaupt mal zu laufen beginnen, werden wir einfach mit diesen kleinen weitermachen. So. Ich habe die Linien noch nicht festgelegt. Von Graz nach Wien. Keine Fehlermeldung, sehr gut. Von Graz nach Wien. Fährt jetzt schon los. Werden wir dann auch mal mitfahren. Weiß nicht, ob es euch da übel wird. Schade, dass es da keine Jahreszeiten gibt. Wenn wir da Winter hätten, wäre es irgendwie voll schön, da vielleicht dann wirklich mit so einer alten, mit einem alten Zug durch eine Winterlandschaft zu fahren. Aber hier sehen wir eben, dass wir das jetzt eh recht gut angebunden haben. Und dadurch eben jetzt sogar Leute von Graz nach Wien und eigentlich von Graz nach Linz öffentlich fahren können. Was allgemein schon ganz cool ist. Es können zwar nicht viele fahren, weil wir kaum Sitzplätze haben, aber theoretisch möglich. Sehr, sehr schön. Gut, dann lassen wir wieder mit voller Geschwindigkeit im Hintergrund laufen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part dann. Ja, was macht man dann? Der Westen wäre interessant, die Städte mit Waren zu beliefern wäre, glaube ich, jetzt aber auch mal interessant. Die Frage ist halt einfach, machen wir mal zuerst den ganzen Personenverkehr, dass alles miteinander irgendwie vernetzt ist und steigen erst dann auf die restlichen Sachen um oder da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Einen Part werde ich jetzt noch aufnehmen, aber ab dem darauffolgenden kann ich dann wieder auf eure Kommentare eingehen. Gut, dann wünsche ich euch noch was. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.